uns damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Engel und zu einem neuen Part. Miitopia mit dem Zwergen Frust und dem geteilten Team von Miitopia hier. Die andere Hälfte haben wir verloren im letzten Part durch den Steingeröll Teil des Dingens. No, jetzt sind wir getrennt vom anderen Teil des Teams und müssen uns zu viert behaupten. Beziehungsweise zu fünft, ich weiß nicht genau. Ich glaube, einen haben wir noch im Hotel gelassen, im Gasthaus. Und jetzt müssen wir aber erstmal hier gegen die UFOs kämpfen. Und drei UFOs haben wir hier im ersten Kampf vor uns. Lasst uns tanzen. Okay, Donald will tanzen. Hat erfolgreich auch das UFO dazu gebracht zu tanzen. Wie auch ein UFO tanzt, wie auch immer, der das hinkriegen soll. Okay, der entdunkelte Fürst spendabuliert eine HP-Banane. Das ist schon mal schön. Nicht übel. Haben wir es auch wieder geschafft. Ein Kinderspiel. Ja, tatsächlich dieses Mal könnte man es fast als Kinderspiel bezeichnen. Voll ins Auge gelernt. Triff einen Gegner, verursacht bei Gegnern im Auge mehrere Schaden. Mehr Schaden. Entweder ich kann nicht lesen oder... Ach, triff einen Gegner, verursacht bei Gegnern mit Augen mehr Schaden. Ach so, ja, ich kann wirklich nicht lesen heute. Blumenbild gelernt, erfülle das Team mit natürlicher Energie und stelle HP her. Gummi-Alien und ein Gummi-Alien mit einem Sternchen. Na denn, mal weiter. Ob Julian irgendwelche Geheimnisse hat, das kann schon mal sein. Oha, wen haben wir denn hier? Prinzessin Katja und König Drache, die kennen wir doch irgendwo her. Wir müssen nicht im Ernst jetzt gegen die kämpfen, oder was? Das hätte doch wohl bis nach dem Essen warten können. Ach ja, König Drache, wenn du fertig bist, dann ist alles vorbei. Du wirst nie fertig. Oh je. Nein. Kraft Drachengolem. Und General Katja, Gold Katja. Ach du Schande. Das waren so ziemlich die Gegner, die uns in den ersten Parts von Miitopia aufgehalten haben. Vor allem General Katja. Wer erinnert sich noch dran? Das war gerade nicht gerade ein Spaß, gegen die zu kämpfen. Aber wir sind ja gewachsen in Stärke. Und ja, es dürfte vielleicht auch etwas leichter sein, die zu bekämpfen. Vorausgesetzt, die haben ihr damaliges Level behalten, was ich bezweifle, aber das kann ja sein. Vorsicht! Ich weiche aus, das ist gut. Danke, Pudding. Danke, Pudding. Gebt alles! Wer braucht eine Auszeit? Nix da. Ja, der entdunkelte Fürst greift an und zieht immer nur eine Sache ab. So, fiese Formel, das zieht beiden etwas ab. Hier bringt es endlich mal halbwegs etwas. Fischerwelle. Zangenangriff. Auf den Golem. Trafizierung für Annelie und für den Putin. Ausrufzeichen. Oha, der wird sofort erledigt. Oha. Kraftgolem greift ordentlich an. Deshalb muss Putin jetzt in die Ruhezone stecken. Erkel, nimm du mal eine Ultrafizierung. Impuls auf ihn hier. Er ist noch weniger geschwächt als der Golem. Nein, ich bin am Boden. Nein. Juhu. Annelie ist noch ultrafiziert und greift an. Oha, der Golem stellt sich vor seine Tochter. Zum Glück hatte ich ja noch ein Lebensstreuer mit dabei. Ja, aber gut. Jetzt ist Merkel tot. Das ist nicht so schön. Ich habe kein Lebensstreuer mehr, wie ihr sehen könnt. Oder wie ihr nicht sehen könnt, aber wie ihr nun wisst. Kraftgolem besiegen. Komm schon, nehmt das. Kraftgolem besiegt. Jetzt müssen wir nur noch den General, den Goldgeneral ausschalten. Goldkatja.
Nein! Ich müsste mal in die Ruhezone. Putin, halt aus. Okay. Hau rein. So, Putin mal in die Ruhezone. Der Kampf ist echt hart. Naja, echt hart sieht anders aus, aber ist schon etwas anstrengend. Auf geht's, neue Technik. Voll ins Auge. Das haben wir gerade erlernt. Na dann, mach mal. Oh, ja, das ist effektiv. Das kann man durchaus einsetzen im Kampf. Kann man so anbieten. Und weiterkämpfen. Alle sind einigermaßen aufgeheilt. Aufgeheilt, ja. Es hat sich einfach festgefahren. Aufgeheilt. Ich gewöhne es mir schon wieder ab. Zack, zack. Zangriff. Das sieht schlecht aus. Schlecht aus. Sehr schlecht aus sieht das. Auf geht's. Voll ins Auge. Das wiederum sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Ist doch schon fast besiegt. Impuls. Komm schon. Ja, da haben wir es. Braucht man gar nicht mal die Ultrafizierung. Wir leben noch. Auch wieder ein Zwischengegner besiegt. Was sagst du? Vielen, vielen Dank. Gerettet. Andi und Koma siegreich. So ein Glück. Bonus ERF gibt's wieder. Die ERF, die kriegt diesmal wieder Merkel. Die muss mal Level 16 werden. Hat es damals gemacht. Level Up für Merkel. Ein Golems-Steak. Sternchen und ein Gorilla-Shake. Sternchen. Nicht Gorilla-Steak, sondern Gorilla-Shake. So. Einfügen. Kopieren, Paste. Die Gesichter. Mein königliches Antlitz. Endlich habe ich es wieder. Metal-Leute. Ich könnte vor Freude von meinen Beinen aufs andere hüpfen. Papa. Du warst wieder einmal die Rettung in Person. Vielen, vielen Dank. Was? Sie war die Rettung? Sie war die Rettung? Ach, du Schande. Mach diesen dunklen Fürsten zunichte. Besser gesagt, den dunkleren Fürsten. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber ich bin sicher, dass du jede Herausforderung gewachsen bist. Viel Glück. Mampf, Mampf, Mampf. Bis bald. Na toll, die loben sich selbst und wir gehen leer aus. Ich fühle mich spitze, ist zwar hier etwas schlecht gelaunt. Nein, wieso sollte ich schlecht gelaunt sein? Gibt es dafür irgendeinen Grund? Sollte es dafür irgendeinen Grund geben? Ich denke, nein. Ein Gasthaus, das ist doch ein guter Grund dafür, glücklich zu sein. Gut gelaunt zu sein. Da können wir uns ausruhen von dem sehr starken Zwischenkampf. Ja, sehr stark. Ist ein bisschen übertrieben, aber stark im Zwischenkampf. Putin will mit Andi ins Zimmer. Herr Greeny auch. Ach Mensch. Alle wollen hier mit Andi ins Zimmer. Ja. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Sag mal zu dem Satz, den ich gerade gesagt habe, lieber nix. Kein Kommentar. Was? Was sagst du da? Ach, ich lese das jetzt einfach nicht vor. Ich habe schon so viel übergeblättert. Was? Eine Beziehung. Irgendein Dialog, in der die Beziehung ankurbelt. Was? Sowas habe ich ja noch nie gehört. Gute Bekannte helfen gelernt. Und dann hat sie jeder seine Zeit. Wir brauchen mehr Disziplin. Tun wir etwas für unsere Freundschaft. Training, hurra! Genau. Im gemeinsamen Training lernen sich die beiden näher kennen. Freut mich, dass ich auch hier der Freundschaft ein bisschen zugute tun kann. Und der entdunkelte Fürst ist auch mal mit dabei. Viel bringt der entdunkelte Fürst uns nicht, aber was soll's, ich hab ihn immer gerne im Team. Wie es wohl den anderen geht? Inzwischen! Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter! Und die stehen natürlich, wie immer, gewöhnlich, immer an derselben Stelle. Und ich hab's doch gesagt, wir haben 5 Mitglieder dort. Das heißt, ich muss eins wieder dort lassen. Ich will ins Zimmer von Becky. Na denn. Dann findest du Sarah, oder was? Okay. Okay. Donald hat ein Geschenk gekauft. Ich war einkaufen. Ja, ein Geschenk für dich. Becky 2 erhält ein Geschenk von Donald. Dann gib schon her. Atomrakete geschenkt. Nein, Stück Reife. Stück Seife. Ja, Reife irgendwie auch. Das ist jetzt eine Reife.
Habe ich jetzt umbenannt. Hui. Oh nein. Blacky die erste, Mark Blacky die zweite und hat's gesehen. Ja. Schöner Satz. Seufz. Tja. Was daran geht, eine Freundschaft zu brüchen? Na, dieser Eifersucht hier, dieser Neid, dieser. Ich finde das so ekelhaft hier. Damit ist das fast übergelaufen. Weiter geht's mit dem neuen Team. Los geht's. Wir haben Donald, Sarah, Finne und Blacky. Die zweite Blacky musste leider zu Hause bleiben. Was heißt zu Hause im Gasthaus? Ich habe da mal eine Frage. Und zwar bekommen Panzer auch Hunger? Ich schon. Also, als ob das an meiner Klasse liegt. Naja. Ja, Rennen hält auch fit. Wenn Panzer rennen können, dann können sie auch fressen. Dann können sie auch was schnabulieren. Oha! Blacky hat's auf den ersten Hieb hier umgehauen. Die Pomps hier in der Nähe. Und die sollen wir nicht ins Gesicht gucken. Sonst werden wir hier versteinert. Das ist doch die Medusa. Ich helfe dir. Ach ja, ich kann wieder nichts tun. Nicht übel oder was? Und doch irgendwie übel, dass ich nicht mitkämpfen kann. Ich muss nur zugucken und die Ruhezone bedienen. Felsbonbon und Marshmallows. Marshmallows mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Es ist nicht so mein Geschmack. Und darauf stehe ich so gar nicht. Oh, Eulen! Schrumpeleule A, Schrumpeleule B und ich Medusa A und ich Medusa B. Und da sind wir schon zu Steinen auf. Erfroren, wollte ich sagen. Gemacht wurden. Wir haben sie alle angeguckt. Medusa B ist dran. Zur Seite. Ich hoffe, ihr guckt sie nicht an. Tja, Sitze. Die Eulen. Das dürfte doch dein Gebiet sein, Blacky. Was wohl heute zum Futtern gibt, wenn es dran. Medusa-Speck gibt's heute zum Futtern. Auf die Eule gibt's heute nicht zu essen. Das gibt's nicht zu essen. Eulen werden hier nicht gefuttert. So. Los, Blacky, greif die Eulen an. Das dürfte doch in dein Gebiet sein. Böse Eulen. Dürftest du doch zähmen können. Du weißt doch, wie Eulen ticken. Könntest du doch wissen. Oh, Donald ist zu Stein verwandelt worden. Sag ich doch. Nicht ins Gesicht gucken. Nicht in die Augen. Nicht in die Augen. Also nicht in eine der Schlangen. Mampf, Mampf. Tja, der arme Donald. Der macht jetzt eine auf Skulptur. Mega Explosion. Okay, die eine war zerstört. Und Sarah ist zur Skulptur geworden. Nein. Nein, Donald, so ein Mist, er ist tot. Daran kann sich nicht rühren. Wir schaffen es zusammen. Los geht's. Die Medusa erstmal besiegt. Dann kann sie keinen mehr versteinern. Och Mann, Finne. Und was soll ich tun? Die Skulptur mal in die Ruhezone stellen. Jo, das bringt was. So, MP-Bonbon. Für Donald. Schönheitsschlaf. Für Donald bringt auch kein Schönheitsschlaf etwas. Da bringt der beste Schönheitsschlaf nichts. Ah, dieser Kampf, der ist etwas, ja, länger als die anderen. Okay, sagte ich und schon waren die Gegner besiegt. So viel dazu. Level für Finne. Hurra! Felsbonbon und Walnüsse bekommen. Waldnüsse oder was? Auf geht's, Leute, los jetzt. Bald kommt das nächste Gasthaus. Nein, erstmal eine Schatztour. Öffnen wir sie. Was haben wir drin? Bratpilze. Das passt doch auch zu Blacky. Die isst doch bestimmt gerne Pilze, oder? Ja, welchen Hebel betätigst du? Diesmal mal den rechten. Letztes Mal haben wir den linken betätigt. Oha! Da wäre Sarah fast zerquetscht worden. Meine Schwester. Nicht zerquetschen. Die brauche ich noch. Die brauche ich noch. Die will ich noch nicht verlieren. Nächste Beziehungsstufe zwischen Donald und Lisa. Da haben wir Level 2 flüchtige Bekannte angeben gelernt. Und weiter geht's. Wir müssen das, den Rest des Teams wiederfinden. Können wir etwas langsamer machen? Nein, nein, das können wir nicht, Blacky. Wir können nicht langsamer machen. Fieser Troll. Und dann trollen wir mal den Troll. Und ein paar Falter in der Nähe. Na, Falter in der Nähe von Trollen. Okay, das habe ich bisher noch nicht gesehen, aber
Und wer kann auch von sich behaupten, dass er einen Troll gesehen hat? Naja, also auf YouTube, da gibt es so einige in den Kommentaren. So einige Trolle. Vor allem so bei großen YouTubern so. Wenn man da mal reinguckt, da sieht man einige Trolle. Fast fertig! Oha! Der Finne liegt schon am Boden. Die Sarah wurde beschützt von Blacky. Ich moderiere hier ordentlich weiter. Und mein Team liegt am Boden. So ein Mist! Was? Das komplette Team? Ich wollte gerade heilen. Ja, sowas passiert, wenn man nicht aufpasst. Irgendwie muss ich ja dann doch mitkämpfen. Und da wurde ich getrollt. Nein, sowas. Ich bin das Zimmer von Blacky 2 gehen. Was, die ist mit an Bord? Stimmt, ja. Die ist mit an Bord. Dann kommt Donald jetzt erstmal in Einzelhaft. Joa, Blackies, was läuft bei euch? Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Finne imitieren. Was? Das war ziemlich gekrächzt. Keksgott. Genau so. Fast wie echt. Jo, nächste Beziehungsstufe zwischen den Blackies. Ba-ba-da-ba. Gute Freunde, Level 12. Zangenangriff gelernt. Ah, das ist jetzt auch endlich mal bei denen. Und weiter geht's. Los geht's. Voll Dampf voraus. Da haben wir wieder den Troll. Dann versuchen wir es nochmal. Diesmal achte ich mal besser auf das Team. Vielleicht ist es dann besser. Vielleicht läuft es dann besser. Lassen wir uns diesmal nicht trollen. Hau rein. Die Blacky wird wieder geheilt. Das ist schön. Nächste Beziehungsstufe zwischen Sarah und Blacky. Level 8. Superb. Todesfalter. Okay, Todesfalter. Könnte durchaus gleich ein Todesfalter werden, wenn ich nicht in die Ruhezone gehe. Kannst du so etwas sagen? Ach, sag das zu mir. Geheilt, belebt und ultrafiziert. Juhu! Sagt Donald dazu. Feuerfrei! Da haben wir den Troll besiegt. Juhu! Oh! Greifen sie an. Den Finne mal aus der Ruhezone rausholen. Der kann mal weiterkämpfen. Oder auch nicht. Achso, ich dachte, wir hätten schon besiegt. Aber wir müssen noch ein bisschen. Den einen müssen wir noch besiegen. Komm, das schaffen wir auch noch. Feuer frei. Kommt schon, ist nur ein Falter. Da haben wir ihn. Beim zweiten Versuch. Wäre nicht nötig gewesen. Das hätten wir auch beim ersten Versuch schaffen können. Das wäre nicht nötig gewesen. Falterhonig, Trollkringel und noch einmal Falterhonig. Der Trollkringel ist immer noch ein Donut. Aber was soll's? Oh, was haben wir hier im Augenblick? Da liegt irgendwas. Eine HP-Banane. Na dann, lass sie dir mal schmecken. Bei der nächsten Möglichkeit. Hoch oder links. Tresorgang, Ausgang. Obwohl Ausgang, ist das der Ausgang aus dem Turm? Nee, da wollen die dann auch wieder nicht hin. Das ist dann der falsche Weg. Oha, wir hatten noch gar kein Gasthaus. Und wieder so ein Kampf. Und da sind die Eulen. Und die Trolle. War das dieser Kampf, den wir hatten? Da muss ich mich mal anstrengen. Oha, so viel dazu. Ja, den Nebensteuer, den habe ich mal verschenkt. An den letzten Kampf. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, nice. Genau das war der Kampf, wo wir nicht weiter kamen. Genau das war der Kampf. Sag ich richtig? Naja, rechnen wird da nicht viel. Ah, schon wieder. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Oder war das schon der nächste Kampf? Jedenfalls habe ich es wieder verkackt. Mist. Versuchen wir es halt nochmal. Ich will in diesem Part das Team wieder zusammenkriegen. Und vielleicht schaffen wir es jetzt. Beim zweiten Ansatz, den zweiten Kampf auch mal zu schaffen. Dann könnten wir das Team in diesem Part noch vereinen. Wenn das überhaupt noch der erste Part ist. Wir sind schon im... was? Was hat er gesagt? Wir sind von dem Team ganz nah oder was? Egal. Wisst ihr was, diesmal gehe ich zum Tresorraum. Vielleicht gibt es da andere Gegner, besiegbare Gegner. Eines überrascht mich beim Öffnen einer Schatztruhe immer wieder. Man kann am Geruch sofort erkennen, was drin ist.
Oh ja, vor allem bei HB-Bananen. Die riechen so süß und lecker. Und Gold stinkt total. Stimmt, das hat so einen metallischen Geruch. Was wir wohl in der nächsten Schatztruhe finden? Hoffentlich was, was auch gut riecht. Wie riecht denn zum Beispiel eine Waffe oder ein Kostüm? Das wüsste ich gerne. Dann könnte ich es ganz einfach erschnuppern. Oh, Medusa! Schlechte Erinnerungen an Medusa. Oha, komm, die müssen wir auch noch besiegen. Die schaffen wir jetzt. Das ist jetzt ein anderes Gegnerteam. Und das müssen wir auch hinkriegen. Sarah in die Ruhezone, die ist sehr geschwächt. Komm schon. Ich muss vielleicht einen Streuer einsetzen. HP-Streuer und MP-Streuer aktiviert. Start Donald an. Donald wurde versteinert. Achso, die Medusa starren Donald an. Das ist aber falsch herum. Du musst die angucken. Und andersrum. Attacke, aktive Laser. Blackie braucht mal in die Ruhezone. Sarah will hier raus. Okay, jetzt braucht sie nicht mehr. Medusa 1 besiegt. Donald. Nein, nicht Donald. Weiß nicht, ob es nochmal zu irgendeinem Kampf kommen wird hier auf dieser Route, aber Lebensstreuer wurde auf Donald eingesetzt. Der hat es bestimmt bereuen, aber was soll's, muss sein. Komm, die Medusa noch besiegen. Das schaffen wir gemeinsam. Greift an. Perfekt. Huskies versus Einhörner. Sarahs Spruch. Schon vorbei. So, da haben wir Felsbonn und Felsbonbon. Achso, Felsbonbon hieß auch der erste. Gasthaus, bitte Gasthaus. Ja, nice. Okay, schade, der führt in die falsche Richtung. Der führt zu einer Schatztruhe in eine Sackgasse. Das finde ich eigentlich weniger schön, aber müssen wir halt den anderen Weg dann auch mal gehen. 3 Spielscheine erhalten. Mal zur Abwechslung mal ein bisschen Truhen freischalten oder was. Leiste mein Beitrag, sagt Finne. Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Punkt, Punkt, Punkt. Naja, ich dachte mir nur, ach, Blackie ist schon irgendwie niedlich. Okay. Da stinkt die Dingens. Ich wusste gar nicht, dass die zwischeneinander verkracht waren. Da war eine riesige Schatztruhe. Öffnen wir sie. Ein Kostüm oder was? Enthielt Krakenkugel. Haben wir die dem nicht schon mal gegeben? Hatte der die nicht schon mal? Oder hat der sich eine Banane gekauft? Ja, ich glaube, das war so. Der hat sich eine Banane gekauft. Gasthaus! Okay, ich glaube, wir haben einen Querweg freigeschaltet. Ich schätze, den Weg sind wir umsonst gegangen. Dann nehmen wir also mal die andere Abgabelung. Weggabelung, meinte ich. Na komm, das kriegen wir hin. Blackie und Donald sind sehr geschwächt. Okay. Müssen wir sie mal in die Ruhezone platzieren. Maff, maff. Okay, hat sich selbst geheilt. Das ist gut. HP-Streuer und MP-Streuer vergeuden. Aber auch Ultra-Streuer und Schutzstreuer vergeuden. So, jetzt kriegen wir es hin. Natürlich saugt hier gerade jemand hin. Ach. Das ist natürlich spitze hier. Ja, ist Sonntag. Sind alle da. Sind nicht arbeiten. So steht's noch. Oder in der Schule. Ja, ich muss ja auch arbeiten, aber wochentags ist es hier etwas ruhiger am Abend. Und am Wochenende ist hier immer so viel los. Da muss immer... Warum eigentlich? Warum am Sonntag? Und warum macht man am Sonntag so viel? Sonntag ist doch Ruhetag. Da legt man sich hin, wenn man gerade kein YouTuber ist. Ja klar, ich als YouTuber muss am Sonntag auch ordentlich reinhauen hier, damit ich vielleicht für die Woche noch ein bisschen was vorproduziert habe. Damit ich irgendwie noch mithalten kann. Aber so für Normalos müsste man doch am Wochenende mal ein bisschen ruhen. Obsaugen hier und Sachen umbauen und das ganze Haus auf den Kopf stellen. Das ist so wochentags abends mal machen, aber Samstag und Sonntags für das Wochenende, ich verstehe es nicht. Verrat mir einer, warum man sowas macht. Ja, in die Mittenexplosionen starten, das ist eher ineffektiv. Riesenwaffe, schaffen wir es vielleicht jetzt? Riesenhandschuhe. Okay, haut rein. Okay, alle sind wieder frisch. Und die Eule ist fast besiegt. Komm, das kriegen wir diesmal hin. Blackie, hau rein. Ist eine böse Eule, kannst du besiegen.
Und da haben wir es endlich mal geschafft. Yay! Nach dem x-ten Versuch. Schnell voran! Da kommt gleich das nächste Gasthaus. Was zum? Noch ein Kampf dazwischen. Das geht doch gar nicht. Na ja, gut, so geht's. Wenn wir es so schnell schaffen. So ein leichter Kampf zwischendurch geht. Für Donald. Hurra, Marshmallow erhalten. Okay. Gasthaus, aber jetzt wirklich. Okay, dann treffen wir wohl gleich auf meinen und unsere Freunde. Und auf mich. Thank you.